als nächste Komponente von unserem schönen Dessert wollen wir ein Himbeergel zubereiten. Und da wurde mir zugetragen, das wurde extra gewünscht, dass wir mit Agar-Agar arbeiten. Auch eins meiner Lieblingsgeliermittel. Sensationell, weil es bildet ein vegetarisches Gelee, was noch die sensationelle Eigenschaft hat, es ist hitzestabil bis 65 Grad, teilweise über 75. Und da könnte man sogar eine warme Sülze herstellen. In diesem Fall machen wir jetzt ein Himbeergelee. Da habe ich jetzt hier frische Himbeeren genommen, die püriert, die Kerne rausgeholt. Diesen Arbeitsschritt haben wir uns jetzt erstmal erspart. Da nehmen wir jetzt hier frische Himbeerpüree. Aber frische Himbeeren haben ja eine sehr, sehr starke Säure. Deshalb geben wir noch etwas Himbeersirup dazu und Wasser. So, und von der ganzen Menge her haben wir jetzt insgesamt einen halben Liter Flüssigkeit. Und dort kommt Agar-Agar einfach drauf. Früher habe ich immer mit der Waage gearbeitet. Aber inzwischen habe ich festgestellt, ein gestrichener Esslöffel ist optimal für 1 Liter Flüssigkeit und ein gestrichener Teelöffel ist optimal für einen halben Liter Flüssigkeit. Deshalb ein gestrichener Teelöffel einfach hier dazugeben und das Ganze verrühren und aufkochen. Durch das Aufkochen entfaltet das Agar-Agar seine Gelierkraft und dann muss die Masse nur noch auskühlen. Entweder bei Raumtemperatur oder wenn es schneller gehen soll, im Kühlschrank oder in einen Behälter gestellt mit kaltem Wasser und Eiswürfeln ringsherum. Wichtig ist, dieses Gelee muss erstmal fest werden und dann halten wir einen richtigen schönen festen Geleeblock. Das Ganze kocht jetzt schön. Sollte so mindestens eine Minute so leicht köcheln. Und jetzt den Behälter nehmen. Flüssigkeit einfüllen. Mal leicht auskühlen lassen, dann ab in den Kühlschrank. Und danach mindestens 2 Stunden nimmt man raus und dann können wir das Ganze schön pürieren. Machen wir dann auch gleich. Hier haben wir schon etwas abgekühltes Agar-Agar als Geleeblock. Des Weiteren brauchen wir eine Plastikflasche, eine kleine Spritzflasche und natürlich einen Trichter. Und jetzt nehmen wir hier unseren Geleeblock, einen Pürierstab und jetzt wird das Ganze püriert. Das flüssige Gelee gießen wir jetzt wieder in eine Spritzflasche. Und jetzt muss man mal kurz in die Kühlung sich wieder leicht festigen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de